schöner Wind, schöner Speed. Wir sind in der Wellenabdeckung und fahren da ganz ruhig um die Ecke von diesem kleinen Atoll, das am Weg zwischen Gambier und Pitcairn ist. Aber leider ist das Atoll nur 2x4 Meilen groß und die Welle wird uns bald wieder haben, aber so schlimm ist sie nicht, zum Glück. Bitcoin Radio, this is on a tour calling. Yes, I copy you. Good afternoon. Good afternoon, channel 14, 1-4. 1-4. Pitcairn on channel 14. This is Onotoa. We are an Austrian boat with two on board and we are just 5 miles from Bounty Bay. Okay, roger. Well, the Bounty Bay is not anchorable at the moment. You'd have to look around the west or towards the south somewhere, over. Okay, I heard about the place, so not going to Bounty Bay now. Yeah, you can come in, you've got to come past Bounty Bay. Hello, but I don't think it's anchorable at the moment, have I? Okay, so I will pass Bounty Bay, I will take a look at it and we'll see what we're gonna do. Yeah, roger, check around the lee side of the island and see if there's a spot you can drop the pick, have I? Okay, any chance to get on land today? I'm not that person to talk to, just stand by, Shayon. Ja, leider ein bisschen unruhig der Ankerplatz. Auflandiger Wind, Welle. Eine bockige Angelegenheit. Aber die Szenerie. Jetzt war ich fast über die Reling geflogen. Die Szenerie da in Pitcairn ist natürlich schon sensationell. Sonnenaufgang in Pitcairn. Eine recht wackelige Nacht. Und ein tolles Panorama in der Früh. Es ist also die berühmte Bounty Bay in Pitcairn, wo die Meuterer 1790 die Bounty nach ihrer Landung in Brand gesteckt haben, um unentdeckt zu bleiben. Ich hoffe, man kann annähernd erkennen, wie wackelig es da am Boot tatsächlich ist und wie stark die Brandung da 150 Meter weiter ist. Aber die Onotoa liegt auf 10 Meter Sandboden mit 80 Meter Kette. Sehr, sehr sicher. Ja, der schottische Arzt von Pitcairn hat gestern zu mir gesagt, der ist da mit dem Kanu zum Boot hergekommen, der hat gesagt, die Flagge kennt er nicht, also Österreicher hat er da noch keinen gesehen. Ja, und jetzt kommt mein Boot, um mich abzuholen. Bin schon neugierig auf die Fahrt. Also das ist jetzt die Einfahrt in die Bounty Bay.
Der Inselarzt, der mich gestern mit dem Kanu besucht hat, hat gesagt, es ist ganz einfach. Man braucht nur abwarten, bis eine Welle da ist und dann fährt man knapp hinter dieser Welle nach. Naja, aber die Lady, die das da macht, hat das schon einmal gemacht, schätze ich fast. Und wir sind schon herinnen. Grüß Gott. Und zack, 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 und das Boot steht schon an Land da. Eine ruhige Nacht auf Bitcairn gegönnt, im Guesthouse vom Randy Christian, vermutlich verwandt mit Fletcher Christian. Mit Internet. Für die Silvia mit Internet, für den Helmut mit Wetter. Und jetzt werden wir frühstücken gehen und dann in die Stadt runter. Stadt. Okay. So groß wie der halbe Orchideenweg circa. Wir wohnen in Bitcairn in den sogenannten Flatlands. Silvia? Neustaber. Warum heißt es so? Ja, keine Ahnung, wer das erfunden hat, weil es ist ganz schön steil. Okay, es geht steil rauf und oben ist dann... Oben ist dann flach, wo das Haus... Ein bisschen flacher, wo das Haus gebaut ist. Darum heißt es eben
anscheinend Flatlands. Es geht ganz schön rein. Gott sei Dank ist da Schatten. Ja, das ist der Gemüsegarten vom Randy. Melanzani, Zucchini, Paradeiser, Erdbeeren, Kohl, Zwiebel. Kräuter, Salat, herrlich. Ja, auf Bitkern befindet sich auch das Grab des einzigen längeren Überlebenden der Bounty, nämlich John Adams. Leider kann man nicht sehr viel mehr lesen auf dem verwitterten Grabstein. Und neben ihm sind seine Frau und seine Tochter hier begraben. Das ist also das administrative Zentrum von Pitcairn, die Kirche, Secretary's Office, Pitcairn Island General Post Office, das Museum, Public Hall und für den Notfall hat man da das Funkgerät Kanal 16 ist aufgedreht. Wir sind in Pitcairn, da liegt der Anker der Acadia, gesunken vor Ducie, das ist die nächste Insel da, am 5. Juni 1881 und 100 Jahre später wurde der Anker da am Boden von Ducie entdeckt. Dann gibt es da ein Memorial von der Bounty mit Namen und Daten, wer da 1790 all dahergekommen ist. Ja, und dann haben wir da unten, unter uns jetzt, die Bounty Bay. Und vor der Bounty Bay, nachdem man in der Bounty Bay nicht wirklich angeln kann, vor der Bounty Bay schwimmt die Onondaga. Erstes Schiff 2019 in Pitcairn. Ja, da schaukelt die Onondaga. Und da unten rollen die Wellen in die Bounty Bay vom Pitcairn. I think you should wait. I think she knows what to do. Der Doktor hat das Freizeichen gegeben. Die Brenda kuppelt ein. Voll Gas. Here we go. Bye bye Pitcairn.
einen Theonator führt da was auf da draußen. Wir gehen also gleich mal Anker auf und sind gleich mal weg.